die Stadt zerstören sollen. Aber mein Plan ging in die Binsen und deshalb kann ich sie im Augenblick nicht bezahlen. Was wir tun können, ist eine GmbH für sie einrichten, die ein Geldmarktkonto eröffnet, für das ihr Freund sein Haus an eine Übersee in... Sie dreht sich, wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Erreiche dein Klassenaufstiegsziel und steige auf die nächste Ökonomiestufe. Gehst du bankrott, steigst du ab. Tech-Aktien, sowas wie ein iPhone? Insider-Trading-Bonus. Setzt du ihn vor dem Dreh ein, kannst du das Rad sofort anhalten. Ein Bonus im Spiel. Das Rad sagt Indexfonds. Leerverkauf-Bonus. Tausche diesen Zug bankrott und Investments. Riskant. Ich kann nicht hinsehen. Du hast es geschafft. Woo! Wir haben einen Gewinner. Diese Kinder haben ein Darlehen über 80.000 Dollar erhalten, um Lakaienarbeitern ihre Löhne zahlen zu können. Auch sie können gewinnen. Versuchen Sie es einfach. Hier ist euer Scheck. Oh, vielen Dank. Du hast das echt gut drauf. Komm, bringen wir das zu meinen Lakaien. Hi. Ich mache nur Selfies mit stinkreichen Leuten. Die Arschlochkinder, die Einwanderer eingestellt haben. Ja, sie haben Kredit aufgenommen, um sie zu bezahlen. Das heißt, sie klauen unsere... Sie klauen unsere Jobs. Oh nein, oh. Moment! Ich dachte, wir wären sauer wegen ihrer Geschlechterwahl und ihrer Sexualität und so. Nein, das sind die anderen Typen. Wir wollen nur unsere Jobs zurück. Oh, dann holen wir die Jobs zurück und verspotten sie für ihre Art der Identitätsfindung. Jungs, zeigen wir Ihnen ein paar amerikanische Lakaien. Apropos Lakaien. Er nimmt unseren Lakaienjob weg. Und ihr? Hat und hopp. Scheiße! Dein Arsch platzt gleich wie meine Schecks! Heya! Amerika wurde von Amerikanern, nicht von Lakaien erschaffen! Mikroaggression! Schlag ihn! Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen So... Sozialist... Zug gelöscht! Auto! Wollt ihr überfahren werden, oder was? Hey, lasst ihn in Ruhe! Wow! Ich bin es, Wondertweak! Blitz und Donner! Krieg ich jetzt wieder Krankengeld? Halleluja! Ziel erfasst! Super-Tornado-Warnung! Noch einer erledigt! Gleich herrscht Chaos! Oh, meine Niedlichkeitssensoren spielen verrückt. Weiter so! Meine Out ist muy rojo! Yeehaw!
atacando a los niños blancos. Híjole, que son pequeños y combativos. Geil! Ich bin dran, ich bin dran! Super Mac wird gestartet. ¿Es mi turno? ¡Sieg! Ich habe echt ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug Lakaien-Shops für die habe. Aber nochmal danke. Wer weiß, vielleicht könnten wir unsere eigene Liga der fiesen Superbösewichte. Wäre doch cool. Tschüss. Ich finde es falsch, dass Cisgender dasselbe Klo benutzen müssen. Das muss echt schlimm für dich sein. Naja, egal. Hör mal, ich habe ein Problem. Ich bin wie du, ein Außenseiter. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich habe dann mal die Instagram-Profile von allen verglichen, um irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Und da ist es passiert. Jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Mein Handy ist tot. Egal, wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe. Nur du allein verstehst mich.
ist doch der furzende Sack. Ex-Justizler. Bereit? Ha! Wir haben's geschafft! Okay, bist du bereit, das durchzuziehen? Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Finden wir heraus, was hier nicht stimmt. Willkommen bei D-Mobile. Kann ich dir helfen? Krebsmenschen, Krebsmenschen sehen aus wie Krebse, denn die Länge wie Menschen. Ja, ich habe ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Namen und D-Mobile-Nummer bitte! Namen und D-Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Krebsmenschen. Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten. Ich habe einen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du frecher Mensch, wagst es, unseren Tarif zu schwächen? Ich wusste es, die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Sie hat uns enttarnt. Kogel, rett uns! Komm, Wunderarsch, denen reißen wir die Asche auf. Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich finde dich cool. Die ich schreiben werde, wird das Ende eurer Karriere sein. Hey, ja, ja! Sag Chili, lösch deinen Account. Seht die Macht des Managers! Name und die Mobile-Nummer bitte! Kunden brauchen Hilfe! Nach der Sache werdet ihr ein Dutzend Service-Tickets aufmachen müssen. Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Gut gemacht, aber wir müssen noch den Krebskönig erwischen. Die Pause ist vorbei!
gehört mein Internet. Das wird dir gefallen. Mit dir nehme ich lässig auf. Der Krebskönig ist der Boss. Schaltet ihn aus. Wenn ich das nur streamen könnte. Er ist umsatz. Was auch immer das war. Danke, Wunderarsch. Wer will was von mir? Aha! Hey, ja! Perfekt, nicht bewegt. Schön, deine kaputte Lippe auf dem Bild. Ich muss Mr. Connor per D-Chat sagen, wir haben versagt. Es ist dem Marketing die Schuld. Danke, Callgirl. Es war echt seltsam. Sie rochen wie Krebse und küssten wie Menschen. Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja, ja klar, Callgirl. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn's nach Krabben lief, ruf mich an. Testen wir den Upload-Speed von D-Mobile mit einem Selfie. Juhu! Mit meinem unbegrenzten Datenvolumen folge ich dir auf Coonstagram. Gut, packen wir es an, Kunde. Juhu! Wunderbar. Oh, liebend gerne, sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Wir haben neues Zubehör. Der Scheiß verkauft sich von selbst. Du hältest echt immer weiter, Held. Oh, liebend gerne, sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Oh, liebend gerne. Sobald du dich für einen Tarif... Unbegrenztes HD-Streaming, Video-Voicemails, D-Chat, all das könnte dir gehören, Held. Nochmals danke für alles, Held. Wohin des Wegs? Recht schaffen. Bitte schön. Oh, hey du, die Jungs und ich machen in der Sporthalle Therapieübungen. Kommst du hin? Okay. Komm rein und setz dich.
Okay, wir haben hier einen kleinen Disput, okay? Craig und Tweak wollen die Therapie nur machen, wenn du dabei bist, Neuer, okay? Also, Craig, was möchtest du Tweak sagen? Ich glaube, er sollte eher mir was sagen. Okay, okay. Tweak, willst du anfangen? Wenn er so zickt, habe ich ihm nichts zu sagen. Okay. Okay, Neuer, magst du dich dann vielleicht dazu äußern? Okay, das läuft nicht gerade gut, ne? Okay, Jungs, wie wär's mit einer Übung? Ein paar Kinder unterstützen uns dabei. Bei einer Therapie müssen wir erst einmal unsere Verbitterung loswerden. Okay, also raus mit der Verbitterung. Komm her, Verbitterung. Okay, und in einer Beziehung haben wir auch noch Erwartungen, okay? Denn Erwartungen führen zu Verbitterung, was natürlich Vorwürfe mit sich bringt. Kommt mal raus, Vorwürfe, okay? Und das alles endet natürlich in Quälereien und Abschottung. Ihr müsst also lernen, das alles zu überwinden, okay? Seid ihr bereit? Fertig? Haut ihn aufs Maul! Da sind sie! Tweak, Craig, prügelt ihnen die Scheiße raus! Du auch noch?